Hey Leute, weiter geht's mit Teil 12 von unserem USA-Roadtrip bzw. Kanada. Wir sind nämlich hier im Howard Johnson wach geworden und endlich gab es Bohnenkaffee und das Frühstück war auch voll in Ordnung für amerikanische Motel-Verhältnisse. Wir haben uns gut eingedeckt, das durfte man so, und dann sind wir zu einem Angelgeschäft gefahren, denn wir wollten unbedingt in Kanada angeln und haben hier nach Maden, also nach Ködern gesucht und haben uns generell mal umgeschaut. Die hatten jetzt aber keine frische Maden da, so wie wir das aus Deutschland kennen, sondern einfach nur so Kunstmaden. Also ich glaube, dass das Kunstköder sind. Aber egal, davon haben wir ein Typchen gekauft und sind hier nochmal an einer Raststätte und an Toronto vorbeigefahren und haben uns dann auf Richtung Niagara-Fälle gemacht. Wir wollten nämlich zuallererst zu unserer Unterkunft. Die heißt A Moment in Time Bed and Breakfast. Diese Unterkunft wird von Doddy und David geführt und die ist wirklich wunderschön und atemberaubend, was den Garten und das alte viktorianische Haus angeht. Also die beiden sind da mega stolz drauf. Wie man sieht, das ist auch alles sehr gut erhalten, alles sehr schön dargestellt. Ich gehe hier gerade die Treppe hoch zu unserem Zimmer. Also die Unterkunft hat mehrere Zimmer zur Vermietung. Auf dieser Seite vom Haus gibt es dann insgesamt 3 Zimmer, die haben auch alle einen Jacuzzi, denn wir haben hier im Badezimmer einen privaten Jacuzzi, den wir die Tage auch sehr gut genutzt haben, wie ihr gleich sehen werdet. Wir haben jetzt bei Booking für die Nacht um die 90 Euro bezahlt, also das geht auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut klar. Hier hinten gibt es nochmal so eine kleine Terrasse, wo man dann rauchen kann oder sich einfach hinsetzen kann, so ein bisschen den Ausblick und das Wetter genießen kann. Wir hatten jetzt mit dem Wetter mega Glück, sind dann also direkt los zu den Niagara-Fällen. Dazu kommt noch ein extra Video. Wir haben den Abend dann mit Chicken Rings im Whirlpool ausklingen lassen. Die waren jetzt ja semi-gut. Denn wir wollten unbedingt Buffalo Wings essen. Wir haben im Podcast da ein bisschen mehr darüber zu geredet. Hört da gerne rein. Dann gab es am nächsten Morgen Frühstück in diesem pompösen Speisesaal. Das Frühstück war richtig schön hergerichtet. Es sieht richtig lecker aus und es war auch sehr lecker. Der Kaffee war für meinen Geschmack auch ganz okay. Ich habe da irgendwie meine Probleme mit amerikanischem Kaffee, aber naja, der war in Ordnung. Und wir haben dann unseren Hochzeitstag hier im A Moment in Time Bed and Breakfast zelebriert, haben ja den Tag hier auf der Terrasse verbracht, haben einen eigenen Grill vom Walmart mitgebracht mit Holzkohle angemacht, also hatten eine sehr schöne Zeit, sind dann also gar nicht mehr aufgebrochen runter zu den Niagara-Fällen. Das haben wir alles am Tag zuvor gemacht. Wie gesagt, da gibt es ein gesondertes Video zu. Also, wir können die Unterkunft auf jeden Fall empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön. Wir hatten eine super Zeit und auch einen schönen Hochzeitstag. Bleibt dran für mehr. Bis dahin.